Auch wenn dieser Jurassic World Pavillon meinen Namen tragen wird, finde ich, dass Dinosaurier, wenn sie denn schon in unserer Zeit leben sollen, es in ihrer natürlichen Umwelt tun sollten, nicht in einem überdimensionierten Zoo. Es braucht nur einen Stromausfall, ein so richtig wildes Rudel Raptoren, das ausbricht und schon... Danke, Dr. Grant. Und wenn Sie jetzt so freundlich wären... Na gut, ich habe Sie gewarnt. Dr. Grant? Richtig. Ich bin hier, weil Sie mir genug Geld versprochen haben, um meine Forschungsarbeit um 3 Jahre zu verlängern. Das Geld nehme ich jetzt und gehe direkt zum Schiff und nach Hause. Bedauerlicherweise haben Sie die letzte Fähre verpasst. Mr. Masrani, ich glaube nicht, dass die Schule... Nein, die ist definitiv weg und die nächste fährt erst in, 48 Stunden. Und das ist auch gut so, denn es fängt gerade die Sturmsaison an. Es ist gefährlich da draußen auf dem Meer. Also das klingt nicht sehr... Gut, ich weiß, aber keine Sorge. Claire kümmert sich um ein feines Essen für Sie und noch eine Übernachtung in unserem Luxushotel. Dann, wenn das Wetter es zulässt, mache ich persönlich mit Ihnen einen kleinen Hubschrauber-Rundflug über die Insel, bevor Sie uns verlassen. Na gut. Mr. Masrani, die letzte Fähre fährt doch erst in einer halben Stunde. Ich weiß das aber, Mr. Grant, nicht. Je länger wir ihn hier behalten, desto leichter kann ich ihn dazu bringen, Werbung für den Park zu machen. Dann haben wir ganz sicher noch viel mehr Besucher hier. Ich bin's, Danny. Ich dachte, das solltest du wissen. Alan Grant ist hier. Er soll Werbung für den Park machen. Das könnte die Besucherzahlen in Jurassic World verzehnfachen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Ja, ganz meine Meinung. Das Dino-Aquarium. Ich weiß schon, wo wir hingehen. Freilaufende Raptoren, es ist schon geschehen. Bleiben Sie ruhig. Machen Sie keine Bewegung, die für eine Drohung gehalten werden könnte. Alle bewegen sich jetzt nach draußen, langsam und vorsichtig. Ich verwirre Sie mit meinem Riesenscheck. Oh, kein Grund zur Aufregung, Dr. Grant. Blue, Charlie, Delta und Echo sind harmlos. Also, außer man provoziert sie. Oder auch, wenn sie hungrig sind. Aber das wissen sie, oder? Hier, ich zeig's ihnen mal. Kleine Pause, Mädels. Owen Grady, Tierverhaltensforscher. Es ist mir so eine Ehre, Sie kennenzulernen, Dr. Grant. Ich bin ein Fan von Ihnen seit so vielen... Wie haben Sie das gemacht? Das Übernehmen der Alpha-Rolle bei Jungtieren zusammen mit der Anwendung von Klickgeräuschen als Unterstützung? Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Danke, Doktor. Sie dressieren sie wie junge Hunde? Ja, aber sie sind noch viel schlauer. Blue, Charlie, Delta, Echo. Echo. Dürfen wir sie auf ihr Zimmer begleiten? Erstaunlich. Ich dachte, wir gehen zu dem Hubschrauberlandeplatz für den Rundflug. Es ist sehr stürmisch draußen. Ich dachte, wir sehen erst mal hier rein, damit sie sich die Fortschritte ansehen können, die wir gemacht haben. Ah, Dr. Grant, da sind Sie ja wieder. Ich freue mich, Sie zu sehen. Henry Wu arbeitet immer noch hier, nach allem, was geschehen ist? Die wahre Wissenschaft marschiert voran, Dr. Grant. Und nach Jurassic Park haben nicht alle von uns einen Buchvertrag und mehrere Kinofilmangebote unterschrieben. Peinlich. Ich mache natürlich nur Witze, alter Freund. Wir haben besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass es zu einer Wiederholung dieser unglücklichen Ereignisse kommen kann. Eine Panne, ein Fehler und alle Menschen hier sind in Gefahr. Zum Beispiel, dieser Mosasaurus braucht Platz, um zu jagen. Und Sie halten ihn in einem Aquarium, für das er eindeutig zu groß geworden ist. Soll er da verhungern? Eigentlich wollten Dr. Wu und Dr. Miles den Mosasaurus heute Nachmittag in die Lagune bringen. Nicht wahr? Oh, nein, warten Sie. Das wollten wir als nächstes tun. Wissen Sie, Dr. Grant... Alan, bitte. Alan?
Wir gehen immer ganz individuell mit den Dinosauriern um, Alan. Etwa so, wie ich es mit den Raptoren tue, Alan. Ja, eine Frage hätte ich da. Wie lange können sich die Tiere während des Trainings konzentrieren? Gibt es Augenblicke, in denen ihr Instinkt stärker ist als ihr Gehorsam? Ich habe noch kein Forschungstagebuch eingerichtet. Das habe ich mir aber vorgenommen, seit ich gehört habe, dass auch Sie ein Tagebuch führen. Wissenschaft! Oh je, so spät schon. Schnell zum Hubschrauberlandeplatz. Reiß dich zusammen, Owen. Tut mir leid, er ist eben mein Held. Ich darf Alan zu ihm sagen. Wo führt das alles noch hin? Willkommen bei Masrani-Flügen, Dr. Dr. Grant! Endlich! Ich hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Die Neugier des Forschers ist nie eine Wahl. Sie ist eine Pflicht. Owen, Sie kommen doch mit. Ja. Tja, die wichtigen Leute machen jetzt einen Rundflug. Mach hier nichts kaputt, wenn ich weg bin. Glaubst du, so ein Hubschrauber kann dein riesiges Selbstbewusstsein tragen? Tolle Frau. Sie sind ein schönes Paar. Oh, wir sind nur Freunde und Kollegen. Die Kollegen zusammenarbeiten auf freundschaftliche Art. Danny, wie war der Sicherheitscheck für den Hubschrauber? Sieht alles absolut gut aus. Einen guten Flug! Ah, komm los, Red. Allerdings könnte es schwierig werden, einen guten Flug zu haben, wenn ein entscheidendes Teil am Heck des Hubschraubers fehlt. Das ist so herrlich, endlich mal ein Flug ohne Fluglehrer. Ach, Sie haben Ihre Fluglizenz schon, Mr. Masrani? Oh nein, das ist noch ein weiter Weg, aber ich habe ein paar Soloflüge gemacht, ohne es dem Fluglehrer zu sagen und meistens lief alles recht gut. Meistens? Ups, was war das denn gerade? Der Wind muss aufgefrischt haben. Das ist aber kein Grund zur Besorgnis. Ich glaube es nicht. Nach all dem Chaos mit den Dinosauriern im Jurassic Park sind sie immer noch hier. Und lebendig. Und wunderschön. Kein Grund zur Besorgnis! Jetzt haben wir einen Grund zur Besorgnis! Jede Landung, nach der man noch aufstehen kann, ist eine gute, nicht? Es geht mir gut! Es geht mir gut! Doch nicht gut! Bleiben Sie liegen. Ach, das Funkgerät ist kaputt. Keine Sorge, Mr. Masrani, wir kommen hier schon weg. Alan, geht's Ihnen gut? Perfekt, aber nicht mehr lange. Und Ihnen auch nicht. Sehen Sie! Wow! Mit sowas lässt die Natur einen dastehen und einfach nur staunen, nicht? Aber natürlich ist jetzt nicht die Zeit, um über die Natur zu staunen. Jetzt ist es Zeit, Simon zu helfen. Wir müssen irgendwas für ihn finden. Ich suche was. Oh, ich weiß. Einen Motorroller mit Becherhalter und Rückfahrkamera. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Gut, oder eben sowas. Das wird sicher recht ungemütlich. Zwischen uns und unserem Hotel liegen tausende von Problemen. Da haben wir erstmal das Wetter, dann wilde Tiere und das Gelände. Aber wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir es. Dann überleben wir Jurassic Park. World! Jurassic World. Nochmal. Kann's losgehen? Wie sieht's aus? Sehr schön. Aber wo ist der Becherhalter? Toll, wie Sie das zusammengebaut haben, Owen. Wie ein Steinzeitmensch, der das Beste aus seiner Umwelt macht. Danke. Jedenfalls WWAGT. Das ist mein Motto. Wie bitte? Ich kann Ihnen sagen, was das bedeutet. Wilde Waldburschen ausdenken gewagte Technik. Eigentlich steht das für, was würde Alan Grant tun? Seit ich diese Arbeit habe, nutze ich das als Leitfrage für alles, was ich mache. Nicht nur bei der Arbeit, auch im Leben.
Wieder mal sitze ich zwischen einem Jungen, der mich als Held verehrt, und einem verrückten Parkbesitzer auf einer Insel voller Dinosaurier, während ein Sturm aufzieht. Das ist so unglaublich. Ich genieße ja Ihre Bewunderung, aber Sie sind mir doch weit voraus. Ihre Arbeit mit diesen Raptoren ist ganz erstaunlich. Ach, erstaunlich ist, dass Sie für das Buch, das Sie mit Dr. Sattler über den Titanosaurus geschrieben haben, keinen Preis gewonnen haben. Sie zwei waren ein tolles Team. Ja, das waren wir tatsächlich damals. Was für dieses Wetter! Liebe Gäste, bitte begeben Sie sich in unser Weltklasse-Hotel. Wir bieten Ihnen einen Bonusgutschein an. Während des Sturms sind alle Attraktionen geschlossen. Aber haben Sie keine Angst. Wir hier bei Jurassic World haben alles unter Kontrolle. Hier ist alles außer Kontrolle geraten. Danny, ist Simons Hubschrauber wirklich vom Radarschirm verschwunden? Nicht nur das. Der Transponder hat aufgehört zu transponderisieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hört sich nicht gut an. Ich kann nicht hierbleiben und nichts tun. Ich muss dahin. Owen braucht mich. Und Simon und Dr. Grant. Die beiden natürlich auch. Ich hab nur gleich an Owen gedacht, weil er doch mein Angestellter ist und ich für seine Sicherheit sorgen muss. Das ist doch mein Job. Aha. Weißt du, hier haben sich in letzter Zeit eine Menge seltsame Dinge ereignet. Ist dir auch ganz sicher am Hubschrauber nichts aufgefallen, als du ihn inspiziert hast? Nein, gar nichts. Ich meine, Mr. Masrani ist noch nicht so oft allein geflogen, also... Ja, wahrscheinlich hast du recht. Versuch weiter Owen zu orten. Und Mr. Masrani und Dr. Grant. Hui! Ich bin ein angesehener Wissenschaftler. Nicht irgendein Laufbursche. Ha, denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal von mir einen Kaffee wollen. Kaffee? Nett von Ihnen, mir einen anzubieten. Wenn wir wieder im Labor sind, nehme ich einen mit einer kleinen Prise Zimt. Oder Muskatnuss. Vielleicht besser Muskatnuss. Was sagt man dazu? Dr. Grant hatte recht. Der Mosasaurus hatte Hunger. Er kriegt keine Luft. Wir müssen ihn in die Lagune bringen. Schnell! Aber wie? Ach. Ich glaube, wir schaffen es nicht, bevor der Sturm auf die Insel trifft. Sie haben recht. Der Donner klingt, als wäre er schon direkt über uns. Ja, und auch direkt hinter uns. Owen, schneller! Wenn die uns erwischen, werden sie gefeuert. Das war ja klar. Alle schnell raus! Beeilung! Ich war damals schon hier. Wir müssen klettern. Festhalten! Alan! Oh Mann! Hallo! Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so gut, aber ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, Owen ist irgendwo im Dschungel abgestürzt. Er könnte verletzt sein oder in Gefahr oder sogar... Ihr müsst mir bitte helfen, ihn zu finden. Owen, ihr wisst schon. Klick, klick. Versteht ihr? Bitte. Ach, das wird nichts. Ich weiß, ihr seid schlau, aber ich glaube nicht, dass... Okay, Leute. Und los geht's. Wieder eine Herde in Panik? Diesmal bin ich auf euch vorbereitet. Nein, da, ein Brachiosaurus.
Achtung, gleich fließt er! Wie schön, endlich haben wir mal Glück. Ich war mir ganz sicher, dass er uns... Tut mir leid, bei dem Sturm kommen alle meine Allergien wieder. Hier oben können wir nicht bleiben. Ich glaube, die Luft ist rein. Kommen Sie! Bleiben Sie hinter mir! Wir benutzen das hier als Schild, wenn wir weitergehen! Ihr Einfallsreichtum erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Wissen Sie, man muss sich irgendwie behelfen, wenn man den ganzen Tag mit Dinosauriern arbeitet. Nicht schlecht, Allison! Wir sind ein echt gutes Team! Aber wenn wir den Mosasaurus retten wollen, müssten wir etwas schneller sein, okay? Also strengen Sie sich mal ein bisschen an. Ich werde dich gleich mal ein bisschen anstrengen. Was? Wie bitte? Ach, nichts! Es hat keinen Sinn. Der Wind ist zu stark und der Geländewagen ist jetzt hin. Was ist denn? Das ist Owen. Er hat's geschafft. Und Mr. Masrani und Dr. Grant auch. Natürlich. Owen! Es geht Ihnen gut. Aber Sie können sich nicht lange über Wasser halten. Wir müssen Ihnen helfen. Schnell! Naja, zum Glück sind keine Dinos in der Lagune. Dr. Wu! Allison, nicht! Owen ist im Wasser! Mr. Masrani und Dr. Grant auch! Müssen Sie da irgendwie... Red? Blue? Ein Seil! Perfekt! Der Mosasaurus! Jetzt ist sein Aquarium größer! Ja, und da sind wir drin! Ich hätte nie auf diese Insel zurückkehren sollen. Nein, jetzt nicht aufgeben. Nicht, wenn man an seine Arbeit glaubt und wenn das eigene Leben und das andere in Gefahr ist. Wo haben Sie das denn her? Aus Ihrem Buch. Sie haben mich das gelehrt. Hey, was ist mit den Weisheiten, die ich Sie gelehrt habe? Rette immer deinen Boss und so. Keine Angst, Mr. Masrani. Wir holen Sie alle da raus. Jetzt hast du so ein schönes, großes Aquarium. Da lässt du mich gefälligst in Ruhe. Du warst toll. Hey, danke. Nicht der Rede Sehr gut mehr. War das. Ich hätte da mein riesiges Hotel zu bieten, das absolut sturmsicher ist und fast ausschließlich aus warmen, überdachten Räumen besteht. Er hat recht. Los, schnell weg hier. Nochmals danke für diesen aufregenden Aufenthalt. Aufregend und auch spannend. Also wegen der Unterstützung des Parks. Mr. Masrani, Dr. Grant hat einen Hubschrauberabsturz erlebt, einen Orkan und die Begegnung mit einem Mosasaurus. Da möchte er jetzt sicher nicht über sowas... Natürlich werde ich ihn unterstützen. Ja, wirklich? Nein.
Das alles war unvorhersehbar. Ja, unvorhersehbar, nicht vorherzusehen. Ich habe hier friedlich lebende Dinosaurier gesehen, die gut versorgt werden. Tja, und vor allem, ihre Forschungsarbeit ist beeindruckend. Ja, mehr noch, sie ist wichtig. Und wenn ich Sie und Ihre Forschung unterstützen kann, dann bin ich dabei. Tun Sie das! Machen Sie das! Hurra! Dürfen wir Ihr Gesicht für die Jurassic World Frühstücksblockenpackung verwenden? Mr. Masrani! Owen, begleiten Sie mich zur Fähre. Oh, hab ich ein Glück. Ich habe die Frühstücksblockenpackungen mit Dr. Grants Gesicht längst drucken lassen. Machen Sie weiter so, Owen. Aber machen Sie nicht den Fehler zu vergessen, dass es auch andere Dinge im Leben gibt, die genauso wichtig sind. Wenn nicht wichtiger. Was wollte denn Dr. Grant? Ach, er hat mir nur einen Rat gegeben. Von Held zu Held. Held? Ohne mich würdest du noch bei dem Mosasaurus herumschwimmen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ja, hab ich gesehen. Vor allem, als du an dem Seil gehangen hast. Ah. Claire? Ja? Überlass den Profis das Witze machen, okay? Würde ich ja, aber ich kenne keine. Ich sag nur die Wahrheit. Zufällig weiß ich, dass ich witzig bin. Armer Junge. Meine Mutter sagt, ich bin witzig. Meine Tante auch. Ja, na klar. Auch wenn sie ein bisschen verrückt ist.